Hi, ich bin Jana und ich studiere Medizin hier an der Ruhr-Uni in Bochum. Ich nehme euch heute einfach mal mit und zeige euch meinen Alltag hier auf dem Campus und hoffe, dass ihr so ein paar hilfreiche Eindrücke von unserem Studiengang gewinnen könnt. Wir sind jetzt hier im Studiensaal der Medizinischen Fakultät. Besonders in den ersten zwei Jahren, also im vorklinischen Studienabschnitt, kann man hier sehr viel Zeit verbringen und sich zum Beispiel solche Modelle ausleihen, um sich für Prüfungen oder Seminare vorzubereiten. In den ersten zwei Jahren hat man hauptsächlich Unterricht in den Kernfächern Physiologie, Biochemie und Anatomie. Aber auch klassische Naturwissenschaften wie zum Beispiel Chemie oder Physik stehen im ersten Semester auf dem Stundenplan. Es geht dabei natürlich immer auch um medizinische Fragen und klinische Bezüge, aber erstmal erlernt man quasi, wie der Körper funktioniert und aufgebaut ist, wenn er gesund ist. Neben den vielen naturwissenschaftlichen Grundlagen ist im ersten Studienabschnitt der Präparierkurs für viele ein ganz besonderes Highlight. Dank der Körperspender können wir dann hier die Anatomie an einem echten Menschen sehen und dadurch besser verstehen. Grundsätzlich ist das Studium zu Beginn schon sehr theoretisch und auf jeden Fall mit viel Auswendiglernen verbunden, aber es gibt auch einige interessante Pflichtpraktika, in denen man zum Beispiel mal im Biochemielabor experimentiert oder durchs Mikroskop sich unterschiedliche Gewebe angucken kann. Neben den Pflichtpraktika kann man zusätzlich noch freiwillige Kurse in den Skills Labs besuchen und da gehen wir jetzt als nächstes einmal hin. Hier in den Skills Labs können wir alle praktischen Fertigkeiten lernen, die man als Arzt oder Ärztin später braucht. Das Schöne daran ist, dass wir voneinander lernen, denn alle Tutoren, die hier arbeiten, sind gleichzeitig auch Medizinstudenten in unterschiedlichen Semestern. Heute zum Beispiel ist Lea da und sie macht mit mir meinen Kurs. Ich bin schon seit zwei Jahren Tutorin bei den Skills Labs. Wir bieten Kurse an für Untersuchungen, Erste Hilfe und eben auch für praktische Fertigkeiten. Und heute üben wir die Blutentnahme. Nach unserem Kurs in den Skills Labs bin ich jetzt in einer unserer Universitätskliniken, dem St. Josephs Hospital. Ich habe das erste Staatsexamen, das Physikum, schon bestanden und bin jetzt im zweiten, also im klinischen Studienabschnitt. Jetzt verbringe ich viel Zeit in den unterschiedlichen Kliniken in Bochum und lerne, wie man Krankheiten erkennt und behandelt. Ich nehme euch gerne mit und zeige euch, wie wir eine Untersuchung üben. Nach dem Studium können wir nicht nur im Krankenhaus oder in der Praxis mit Patienten arbeiten, sondern wir können eben auch in Forschung und Lehre, im Labor oder sogar in der Verwaltung arbeiten. Es gibt also auch nach dem Studium noch viele Möglichkeiten. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick in unseren Studiengang geben. Vielleicht sehen wir euch ja bald mal bei uns auf dem Campus.